Man nennt mich Mad Jack. Und wenn es in diesen Bergen irgendjemanden gibt, der die wahre Geschichte von James Adams kennt, bin ich es. Also schreibe ich sie auf, wie sie sich zugetragen hat, in der Hoffnung, dadurch alles richtigzustellen. Mein Freund Adams wurde eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hatte. Er floh in die Berge und ließ das Leben, so wie er es bis jetzt gekannt hatte, hinter sich. Nun ist diese Wildnis da draußen kein Ort für ein Greenhorn. Und seine Überlebenschancen waren ziemlich gering. Es dauerte gar nicht lange und er war total erschöpft und fast am Ende. Etwa um diese Zeit fand er ein Grizzlybär-Junges, das ganz allein und hilflos war. Und Adams wusste, dass dieses kleine Geschöpf ohne seine Hilfe nicht überleben konnte. Er kletterte also die Felsen hinunter und riskierte sein eigenes Leben, um es zu retten. Der kleine Bär schloss sich ihm sofort an und da merkte er, dass er wohl eine besondere Kraft im Umgang mit Tieren hatte. Sie kam zu ihm, als wäre er ein natürlicher Teil der Wildnis. Dieses Bärenjunge jedoch hing ganz besonders an ihm. Und als es heranwuchs, wurde es Adams bester Freund, den er jemals hatte. Beide zusammen wurden zu einer Legende. There's a world where we don't have to run. Wisst ihr, hier oben in den Bergen, wenn eine Jahreszeit die andere ablöst, holt Mutter Natur ihre großen Farbpinsel raus und verändert die Farben. Wobei die neuen immer strahlender als die vorhergehenden zu sein scheinen. Ich habe auch festgestellt, dass jede Jahreszeit auf die verschiedenen Dinge eine andere Auswirkung hat. Nehmen wir zum Beispiel den Frühling. Er gibt dem neuen Leben eine Masse Schwung und Lebenskraft. Diese Jungen, die hier spielen, strotzen nur so vor Energie. Und diese prächtigen neuen Blumen, die gerade durch den Boden gestoßen sind, zeigen ihren starken Lebenswillen. Und wenn dann der Herbst kommt, scheinen alle Dinge etwas ruhiger zu werden, wie es bei den Menschen auch der Fall ist. Nimmt man jedoch Geschöpfe wie Adams und Ben, naja, die machen immer weiter und weiter. Und die voranschreitende Zeit scheint sie niemals einzuholen. Für einige Leute mag es unnatürlich wirken, wenn ein Mann einen Bären um einen Baum jagt oder umgekehrt. Aber für Adams und Ben, ja, für die ist das so natürlich wie die Luft, die sie einatmen. Und dieses Herumtun ist einer der Gründe, warum die beiden so jung und gesund zu bleiben scheinen. Hübsch hier, nicht wahr? So ein wunderbares Bild wie das müsste uns den ganzen Tag verschönern. Ich sehe viele unserer Freunde, die sich wie jeden Morgen ihr Wasser holen. Du hast das ganze Ende des Sees für dich allein. Warum gehst du nicht ein bisschen schwimmen? Na, lauf. Amüsier dich gut. Ich werde uns ein paar Pflaumen pflücken. Es ist Zeit, Vorräte für den Winter zu sammeln. Bis nachher. Was Schwung und Lebenskraft betrifft, so ähnlich Adams und Ben's hier. Ich gebe der Zeit auch keine Gelegenheit, mich einzuholen. Und ich werde es auch weiterhin so halten. Sieben, wir werden mal eine Verschnaufpause einlegen. Nicht, dass ich sie wirklich brauchen würde. Das tue ich nur für dich. Du hast dich schon dermaßen abgemüht, dass du ganz erschöpft bist. Wir setzen. Da drüben setzen wir uns hin. Na, nun sieh mich doch nicht so an. Das ist die reine Wahrheit. Ich tue es nur für dich. Du brauchst eine Ruhepause. Wenn's nach mir ginge, ich könnte von hier aus bis zu Adams Hütte rennen, wenn ich nur wollte. Also ich weiß, dass der Truthahngeier zu der Familie der Greifvögel gehört. Und dass er wie jeder Geier oder Kondor Aas frisst. Deshalb finde ich, dass der Name Geier passt. Doch wenn mich ein Geier ansieht, fühle ich mich nicht sehr wohl. Irgendwie ist das, als tippe einem jemand auf die Schulter, der sagt, deine Zeit ist gekommen.
Und seit ich in der Blüte meines Lebens stehe, habe ich noch keinen Geier gebraucht, der mir sowas sagen müsste. Da ist er ja schon wieder. Na gut, wir gehen. Zu Adams Hütte. In Ordnung? Zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht wissen, was für ein Durcheinander dieser Geier in meinen Tag bringen würde. Komm. Ich höre dich, Ben. Du musst dich ja wirklich amüsiert haben da unten am See. Du warst ziemlich lange weg. Was ist los? Da stimmt irgendetwas nicht mehr. Wir sehen unsere Freunde, die Wölfe, nicht oft so allein. Na, kein Wunder, dieser Wolf ist verletzt, Ben. Ich glaube nicht, dass er mit dem Rudel mithalten kann. Ich werde mal sehen. Sehr gut. Hallo, Mädchen. Lass mal deine Pfote sehen. Ja, du bist verletzt. Du hast eine hässliche Klette da drin. Ich kann sie dir rausholen, wenn du wartest. So, sieh dir das an. Jetzt wird es dir gleich viel besser gehen. Jetzt kannst du wieder mit dem Rudel mitlaufen. Na los, Mädchen, lauf! Ich bin wirklich stolz auf dich, Ben. Das ist sehr nett von dir, dich so um die Tiere zu kümmern. Adams! Hey, Adams! Bist du zu Hause? Er ist unterwegs. Ja, ich weiß, deine alten Knochen krachen und knacken. Aber meine, ich fühle mich frisch wie ein Frosch in einem Kaktusbeet. Yes, sir. Ich fühle mich wie... Er will mir etwas sagen. Du glaubst, die Zeit ist gekommen? Nummer 7. Wie sehe ich aus? Vielen Dank. Joshua, wie findest du mich? Jetzt sag mir aber ehrlich deine Meinung. Vielen Dank. Na schön. Ich habe schon 3 oder 4 Falten. Vielleicht auch 5 oder 6. Das sind aber keine Altersfalten. Die kommen vom Lächeln und vom Lachen. Und von meinem guten Leben. Aber die sind nur... Nummer 7? Ich glaube, ich gehe runter zum Fluss und hole uns einen Eimer Wasser. Mann, den habe ich aber reingelegt.
machst du nicht, dass du hier wegkommst? In einem anderen Teil der Berge versuchten gerade zwei alte Freunde von mir, Gasekri und seine Frau Gerti, mich zu finden. Sie hatten im Süden nach Gold gegraben und waren auf der Suche nach neuen Schürfstellen. Als sie durch die Siedlung kamen, hatten sie erfahren, dass man mich in dieser Gegend hier finden könnte. Also beschlossen sie, mich der guten alten Zeit wegen zu besuchen. Gas, ich finde, wir sind jetzt schon wirklich ziemlich lange unterwegs. Warum gibst du nicht auf und sagst, dass du nicht weißt, wo Mad Jack ist? In der Siedlung haben sie gesagt, dass er hier irgendwo ist. Und den alten Ziegenbock finde ich schon, wenn der Wind richtig steht. So, da geht schon wieder unsere ganze Habe hin. Ich hab dir gesagt, die Ladung ist zu schwer für Wilbur. Wann kaufst du mir endlich einen eigenen Maulesel? Der ist ganz schön anspruchsvoll. Jetzt willst du für jeden einen Maulesel. Jetzt hör mal, du alter Kauz. Du hast mir einen versprochen, als wir geheiratet haben. Ich hab dir ein tolles Hochzeitsgeschenk gemacht. Was meckerst du hier rum? Na klar, nicht jede Braut kann behaupten, dass sie eine Spitzhacke mit Monogramm besitzt. Hör auf zu nörgeln. Du hättest ja auch Metschek heiraten können, nicht wahr? Weiß ich. Ich erinnere mich noch sehr gut. Du und Mad Jack, ihr habt damals beide um mich geworben und darin gewetteifert, wer meine Hand bekommt. Ja, und ich hab verloren. Das wirst du mir büßen, du alter Ziegenbock. Ach, hör auf, ach. Hör auf, Gerti, aufhören. Ach, ich hab doch nur Spaß gemacht. So, jetzt geht's mir wieder besser. Also, wann kaufst du mir einen eigenen Maulesel? Ich tue es, Liebling, ich kauf dir einen. Bevor du dich versiehst, hast du deinen eigenen Maulesel. So, na endlich. Willgesellschaft. Ja. Niemand hätte gelacht, am allerwenigsten ich, wenn ich gewusst hätte, welchen Kummer die beiden mitbringen würden. Ist das nicht schön so? Nur guck nicht so überrascht. Ja, ich weiß, es ist schon ziemlich lange her, seit ich dich das letzte Mal gekämmt und so behandelt habe. Aber weißt du was, Nummer 7? Im Leben eines Mannes kommt der Zeitpunkt, wo er alles, was er so besitzt, zu schätzen weiß. Oh ja, er braucht nur einen Anstoß, um mal nachzudenken und sich Rechenschaft abzulegen. Ich weiß, dass ich schon andere Esel hatte. Aber du und ich, wir gehen schon einen langen Weg zusammen. Wir haben ihn gefunden. Das ist tatsächlich der alte Ziegenbock. Ich glaube, jetzt hat mich doch tatsächlich ein Maulesel getreten. Jack! Oh, Jack, ist das schön, dich Gerti, zu sehen. Gerti, schön, dich zu sehen, Gerti. Oh, lass dich mal ansehen. Hier bin ich. Also, du bist noch genauso niedlich, wie du immer warst, du altes Schlitzohr. Findest du wirklich? Und du siehst keinen Tag älter aus als vor 20 Jahren. Warte doch mal. So, jetzt lass mich mal sehen. Sieht ein bisschen aus wie ein Geierköder, finde ich. Vielen Dank. Wo wart ihr beiden? Ach, wir beiden haben unten im Süden nach Gold gegraben. Und mit Erfolg? Da weißt du, eine Menge Graberei. Und dann umwandern Funken. Es wird besser, wenn wir in den Norden kommen. Da wollen wir jetzt hin. Jack, jedes Mal, wenn ich die Spitzhacke weglege, sagt er, bleib dran, Gerti. Irgendwann stoßen wir auf eine Ader. Mach dir keine Sorgen, es wird so kommen. Die einzige Ader, die ich je getroffen habe, das war damals, als die Spitzhacke an einem Stein abprallte und gegen mein Bein schlug. Naja, ich hab's überlebt, alter Kauz. Hey, Jack, es muss dir wirklich gut gehen mit dieser schönen Hütte und allem, was dazugehört. Oh, nein, nein, das ist nicht meine Hütte. Sie gehört einem Freund von mir namens Adams. Er ist irgendwo da draußen in den Bergen. Er ist nämlich ein großer Freund der Tiere. Nicht allzu weit von der Hütte entfernt hatte die Wölfin, der Adams vorher geholfen hatte, wieder einmal Probleme. Und ihre Freunde waren mehr als nur ein bisschen besorgt. Hallo, Mädchen. Hast du wieder Ärger mit deiner Pfote? Hm? Lass mich mal sehen. Da fehlt aber nichts. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du langsam alt wirst und... Naja, ich weiß, ihr Wölfe seid nicht freiwillig Einzelgänger. Aber wahrscheinlich lehnt dich das Rudel eben ab. Was hältst du davon, wenn wir losgehen und den Rest deiner Freunde suchen? Na komm. Während Adams der Wölfin half, war es hier vor der Hütte wie in alten Zeiten. Ich und Gas waren fast 30 Jahre lang erbitterte Rivalen gewesen. Und wir hatten uns kaum geändert. Ach, ich spiele nur mit dir. Ich auch. Wenn wir dir nicht die Finger zerquetschen. Ich würde sogar auf einem Bein stehen, zwei von euch Murmelgreisen schaffen. Ich
geschlagen, ich hab dich geschlagen. Ich hab dich gewinnen lassen. So ein alter Kerl wie du, ich hatte Angst, du kriegst einen Herzschlag. Ja, mit dir nehme ich es jederzeit auf. Überall und bei allem. Was sagst du dazu? Das werden wir ja sehen. Ja, du hast gewonnen. Du kannst dir aussuchen, was du haben willst. Hast du ein Jagdmesser? Sieh mal, ich habe hier ein paar Hufeisen. Wie wär's, wenn wir damit spielen? Klar, dabei kann ich dich auch schlagen. Ihr Burschen spielt mit den albernen Hufeisen. Mein Vater hat mit Hufeisen gespielt, als sie noch am Pferd dran waren. Währenddessen hatte Adams die Spur des Wolfsrudels gefunden. Da sind ja einige von deinen Freunden. Wie wär's, wenn du zu ihnen gehst? Na los, versuch's. Ich bleib in der Nähe. Ich hoffe wirklich, dass es klappt, Ben. Es ist nicht einfach, wenn man alt wird und plötzlich allein auf der Welt ist. Meins ist am nächsten. Oh nein, genau das hier ist es. Das kann doch wirklich jeder sehen, du Spatzenhirn. Also du vermottenzerfressenes Fossil, Gerti, ich komm mal rüber und entscheide du. Ich werde gar nichts entscheiden. Wenn ihr nicht aufhört, wird's damit enden, dass ihr die Hufeisen als Kragen tragt. Na gut, sagen wir unentschieden. Gut. Treffer, ich schlag dich. Ich hab noch zwei Eisen übrig. Na los, dann wirf sie. Das weiß doch jeder, dass du nicht mal ein Scheunentor mit einer Handvoll Hühnerfutter treffen kannst. Ein Treffer, damit ist dein Treffer hinfällig. Na schön, dann ist er hinfällig. Na los, wirf das andere. Na los, nun wirf schon. Ein Treffer. Ich hab gewonnen. Ach, du hast doch bloß Glück gehabt. Ich hab gut geworfen. Aha, so ist das, Jack. Sieh es dir an. Ja, du bist der Sieger. Na gut, ich nehme an, du willst dein Jagdmesser zurück. Nein, ich will mein Jagdmesser nicht zurück. Ja, was willst du dann? Ich will deinen Maulesel. Mein was? Dein Maulesel. Du, Nummer 7? Also ich glaube wirklich, du bist total übergeschnappt. Der Sieger hat die Wahl, Jack. Ja, ich weiß, aber wir haben immer um Messer und Pfannen gespielt und um Kleinkram und... Nicht immer. Wenn ich mich recht erinnere, ist es genau 18 Jahre her, als wir mal spielten und der Sieger hatte die Wahl. Und du hast den Wagen genommen, den ganzen verdammten Wagen. Den Wagen? Ja, den Wagen. Ja, weißt du, Gas, damals, da brauchte ich nun mal ganz dringend einen Wagen. Richtig, und diesmal braucht Gerti ganz dringend einen Maulesel. Stimmt's nicht, Gerti? Oh, Gas und ob, den brauche ich wirklich. Also, Liebling, jetzt hast du einen eigenen Maulesel. Ich habe ihn gerade von Jack gewonnen. Oh, danke, danke. Ach, das ist so lieb von dir, Jack, so lieb. Ich erzählte Adams von Gas und Gerti, aber nicht von meinem Problem und dass ich Nummer 7 verloren hatte. Also, Nummer 7, du sollst wissen, dass es nicht meine Idee war, dich Gas und Gerti zu geben. Bloß nur das Gas. Tja, er hat mich überrumpelt, weil ich nicht aufgepasst habe. Und bevor ich mich versah, hat er dich gewonnen. Ich hoffe, du verstehst das. Danke. Ich kann jetzt wirklich ein freundliches Wort brauchen. Hallo, Jack. Sind deine Freunde weg? Gas und Gerti? Nein, die sind wahrscheinlich noch irgendwo in der Nähe. Und feiern. Sie feiern? Ja. Und was feiern Sie? Sie feiern gerade Ihr Glück. Was für ein Glück? Adams, wir setzen uns besser mal hin und unterhalten uns ein bisschen. Der Ton gefällt mir gar nicht, Ben. Was hast du gesagt? Naja,
Das und Gertie feiern das Glück, dass sie einen neuen Maulesel haben. Wo ist der her? Den haben sie gewonnen. Von wem haben sie ihn gewonnen? Von mir. Von dir. Nun reg dich nicht auf, Adams. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich so aufzuregen. Liebst du, was du besitzt? Adams, ich fühle mich sowieso schon hundsmiserabel. Tja, das tut mir leid für dich. Ja, es ist nur... Also, Gus hat mich irgendwie überlistet, verstehst du? Und ehe ich mich versah, hatte er Nummer 7 gewonnen. Ich habe schon versucht, einen Weg zu finden, wie ich ihn zurückbekomme. Aber bis jetzt ist mir nichts eingefallen. Es ist nur eine Idee, nur so ein Gedanke. Aber als Gus 7 von dir gewonnen hat, gewann er doch nicht die Hufeisen, die der jetzt trägt, oder? Nein. Nein, das hat er nicht. Und die gehen auch nicht mehr runter. Adams, du wirst doch noch ein Mann der Berge. Das kann klappen. Das könnte vielleicht klappen. Was soll das bedeuten? Du willst 7 die Hufeisen abnehmen, bevor du ihn mir gibst? Ganz recht. Du hast Nummer 7 rechtmäßig gewonnen, aber die Hufeisen hast du nicht gewonnen. Also du hinterhältiger alter Kerl, du weißt verdammt genau, dass ich den Maulesel ohne die Hufeisen nicht mitnehmen kann. Natürlich weiß ich das. Und ist das nicht ein Jammer? Was ist denn mit den Hufeisen, mit denen ihr gespielt habt? Die sind so groß. Ach, tja, Gus, es sieht so aus, als müssten wir noch einen Wettkampf veranstalten. Ja, und ich werde dich haushoch schlagen. Und was hast du gedacht? Ein Mauleselrennen. Nummer 7 gegen euren Wilber. Wenn du gewinnst, kriegst du Nummer 7 und die Hufeisen. Wenn ich siege, kriege ich Nummer 7 wieder. Na, was sagst du? Na gut, Schlitzohr, abgemacht. Und da du immer wieder von dem Wagen anfängst, den ich gewonnen habe, machen wir genauso ein Rennen wie damals. Das war ein Maulesel-Staffellauf. Da spielten 2 auf jeder Seite. Ja, genau. Ich und Adams gegen dich und Gertie. Ich und Gertie gegen dich und Adams? Na, was ist? Einverstanden. So werden wir es machen. Ich krieg dich. Dummer Riesenschafskopf, ein Spiel anzunehmen mit uns beiden gegen Jack und diesen großen, kräftigen Adams. Ruhig, Gertie, ganz ruhig. Du solltest deinen Mann doch besser kennen. Ich habe für die Burschen ein paar Überraschungen, ein paar große Überraschungen. Du schlimmer alter Fuchs. Ich hätte wissen müssen, dass der alte Gus sich etwas ausgedacht hatte, um mir Nummer 7 abzuluxen. Nachdem ich Adams von unserem bevorstehenden Wettkampf berichtet hatte, ging ich mit Gus und Gertie los, um die Strecke festzulegen und die Markierungen aufzustellen. Und weil Adams ein Mann ist, der sich auf nichts ohne Vorbereitung einlässt, zog er mit Nummer 7 los, um ein bisschen zu trainieren. Wir haben gar keine andere Wahl, Nummer 7. Du musst das Rennen Jack gewinnen. Ich weiß, dass er dir seine Zuneigung nicht so zeigt, aber... Tja, wenn er dieses Rennen verlieren sollte, würde ihn das doch furchtbar mitnehmen. Sieh mal, was dich persönlich betrifft, so weiß ich, dass du genauso das Recht hast, störrisch zu sein wie die Menschen. Aber ich bitte dich, dass du das mal für einen Tag... Wie wär's, wenn wir beide bis zu dem Baum und wieder zurücklaufen? Na los. Streng dich richtig an. Ja, genau so. Na komm schon, Ski. Richtig so. Und jetzt wieder zurück. Schneller. Bravo. Na komm, Ski. Gut. Das war wirklich gut. Aber morgen musst du gegen einen Gegner laufen. Das ist etwas anderes. Ben, wie wär's, wenn du mal so tust, als wärst du ein Maulesel? Und läufst mit Nummer 7 um die Wette. Gut. In Ordnung. Wir starten hier, dann laufen wir bis zu dem Baum und wieder hierher zurück. Mal sehen, ob wir 2 Ben schlagen können, Nummer 7. Okay, Ben? Blitze? Fertig? Los! Komm, beeil dich, 7. Der große 7 Ben hat uns überholt. Wir müssen ihn einholen. Das war unentschieden, Ben. Tja, ihr beide habt euch ein gutes Rennen geliefert. Da das große Rennen für morgen angesetzt war, wollte ich dafür bereit sein. Also legte ich mich rechtzeitig hin, während Gus und Gertie in der Hütte waren und sich noch mit Adams unterhielten. Als Nummer 7 zu mir rüberkam, merkte ich sofort, er ahnte, dass schon bald eine wichtige Entscheidung fallen würde.
Naja, ich beschloss, ehrlich mit ihm zu sein und ihm die Wahrheit zu sagen. Nummer 7. Wir müssen uns noch über was unterhalten. Also, ich weiß nicht recht, wie ich es dir sagen soll. Aber, naja, das ist vielleicht unsere letzte gemeinsame Nacht. Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit unsere Differenzen hatten. Ich habe dich oft angeschrien. Du hast oft gescheut, warst störrisch. Aber wir waren gute Freunde. Vergiss nicht, ich sagte, es könnte unsere letzte Nacht sein. Das bedeutet nicht, dass es auch so kommen muss. Denn wir haben Adams auf unserer Seite. Und Adams ist gut. Und ich, tja, ich weiß genau, ich habe mich oft genug beschwert, dass ich alt und klapprig werde, aber ich bin gut in Form. Bin wirklich gut in Form. Du und ich morgen, na, wir werden ihnen für ihr Geld ein Rennen liefern, ne? Willst du jetzt endlich von hier verschwinden? Ich hab dich verstanden. Jetzt geh da rüber und leg dich schön hin. Schlaf dich ordentlich aus. Wir brauchen morgen alle Kraft. Also der Zeitpunkt für das große Mauleselrennen war gekommen. Und Gus besprach noch einmal die Regeln. Ich sollte in der ersten Hälfte gegen Gerti laufen und Adams würde gegen Gus in der letzten Hälfte antreten. Zum Schluss noch etwas. Das hier wird ein Rennen werden ohne alle Auflagen. Was meinst du denn damit? Naja, das ist ein Rennen, wo alles erlaubt ist. Du weißt doch, wir zwei haben das schon öfter gemacht. Also wir brauchen noch einen offiziellen Starter, der das Startzeichen gibt, während Adams und ich zur Markierung der ersten Hälfte laufen. Das kann Ben für uns besorgen. Ja? Ben, gib ihm einen guten und fairen Start. Los, zeig's ihm, Gerti. Jack, du und sie, wir können es schaffen. Wir müssen nur gut zusammenarbeiten. Ich sehe dich an der Markierung. Na, komm hierher. Aber Junge, genau hier. Gerti. Hä? Hm? Tut mir leid, Jack. Eine ganze Menge Freunde von Nummer 7 waren da, um ihn anzufeuern, als Ben offiziell das Rennen startete. Es geht los. Na komm. Na komm, Wilbur. Na komm schon, mein Junge. Los, komm. Na, was ist denn, Stella? Na komm, weiter. Was ist? Warum bleibst du stehen? Warum bist du stehen geblieben? Na komm, beweg dich. 7, das ist jetzt deine Chance. Diese Radler, Flutzerbissen. Na, los jetzt! Oh, komm schon! 7! Jetzt geht's los! Ja, weiter so! Komm schon! So, ist das richtig, 7? Jetzt geht's vorwärts. Jetzt lassen wir die hinter uns. Sieh an, was du gemacht hast. Du hast uns von der Rennstrecke abgebracht. Ah, da ist er ja schon wieder. Ich weiß, du bist nicht hier, um mich anzufeuern. Also, mach, dass du wegfliegst. 7, jetzt. Wir müssen wieder ins Rennen kommen. Ich schaff es, Fieber. Da läuft sie. Wir müssen weiter. Komm schon. Was soll das heißen? Ach ja, du hast recht. Wir müssen zwischen den Flaggen bleiben. Oh, ist das richtig? Na los, genauso. Mach weiter so. Du bist prima. Sehr gut. Wir schaffen es bestimmt. Ach, jetzt geht's runter. Sehr gut, Gerti. Du bist wirklich hinter dir. Ja, komm, Gerti, los, Gerti.
weiter so, Gertie. Komm weiter. Los, der Meister. Das machst du prima. Mach weiter so. Leg dich richtig in den Wind. Sehr gut, mein Schatz. Komm, Wilbur. Nicht nachlassen, Gertie. Jetzt lassen wir unsere erste Überraschung los. So ein bisschen Schlamm wird ihm nicht schaden. Schau doch mal sehen. Dann los und auf, verflixt. So ein hirnloses Knochenpaket. Was du gemacht hast. Du verpflegst noch mal. Drachenkopf, du. Adams, du, Jack, ihr seid erledigt. Und sieh dir an, wie meine kleine Gertie läuft. Los, weiter. Los, geh zurück. Jetzt kommt schon Nummer 7, wir müssen hier raus. Ich glaube, das hat er damit gemeint, als er sagte, keine Auflagen. Gas weiß, dass Esel nicht durch Schlammlöcher laufen. Komm her, Ben, ich brauche deine Hilfe. Na komm. Wie weit ist Gertie vorn? Sie ist noch nicht sehr weit. Keine Panik, ich muss dich hier rausholen. Wir haben bestimmt verloren. Komm, Ben, hilf mir mal. Warte, bis ich meinen Fuß draußen habe. Nummer 7, geh jetzt mal raus. Bist du bereit, Ben? Sieh, Ben, sieh! Braver Kerl. Gut gemacht. Ach, Ben. Und jetzt mich. Na komm, Gertie, komm. Wir haben es geschafft. Der Rest ist ein Kinderspiel. Na. Adams, gib dein Bestes. Es ist so wichtig, dass wir gewinnen. Komm, sie, wir haben alle Hand aufzuholen. Ben dachte sich wohl, dass Gus noch mehr gemeine Tricks auf Lager hatte und nahm eine Abkürzung, um ihn im Auge zu behalten. Ich hab ihn. Da! Ihr Hut auf! Wie ich schon sagte, das ist ein Rennen ohne Auflagen. Also los, Wilbur, vorwärts! Ben hatte gesehen, was Gus sich da hatte einfallen lassen, und er wusste, dass eine weitere Verzögerung den Sieg kosten würde. Ben wusste, was er zu tun hatte, wenn er seinem Freund Adams helfen wollte. Er räumte das Hindernis beiseite, dass Adams den Weg versperrt hätte. Danke, Ben. Na komm schon! Die holen auf! Aber Gus war noch nicht mit seinen Alles-geht-Tricks am Ende. Er dachte sich, wenn er zwischen die Flaggen eine Schnur spannte, würden entweder Adams oder Nummer 7 darüber stolpern. Und damit wäre ihm der Sieg im Rennen und zugleich auch Nummer 7. Los! Aber er hatte die Rechnung ohne die Tiere gemacht. Danke, mein Freund. Ja, Wilbur, lauf, du findest dein Bild. Braver Kerl. Gut gemacht, Wilbur. Du bist der Meister. Komm, Sieben, lauf da. Du musst dir mehr Mühe geben, Sieben. Los, komm, Sieben. Bravo, Wilbur. Los, lauf. Beweg dich schon, verflixt noch mal. Beweg dich schon. Lauf, Nummer 7, weiter so. Wilbur, ich hab's dir versprochen! Ich hab's dir versprochen, Wilbur, also los! Komm schon, Sieben, wir müssen gewinnen! Lauf weiter, Wilbur! Beeil dich, Sieben! Die Ziellinie war praktisch schon in Sicht. Und jeder Mann und jedes Tier schien das zu wissen, sodass alle ihr Bestes gaben. Komm, lauf weiter! Wir sind fast da! Los, komm, lauf doch! Ich weiß, du bist müde, aber gib nicht auf, nur noch ein kleines Stück! Lauf doch, Wilbur! Du schaffst es! Komm, hier, deine Beine! Oh, ich hab jetzt meinen eigenen Maulesel! Komm schon, Sieben! Obwohl Adam schon ganz schön aufgeholt hatte, lag er immer noch zurück, als ein Freund von ihm auftauchte. Es war die einsame Wölfin Gedanken.
Und sie sah sofort, dass Sieben ein bisschen Ansporn brauchen konnte. Na los, Sieben. Ich weiß, du kannst es schaffen. Wir müssen gewinnen, Sieben. Du bist ein guter Junge, Sieben. So ist es richtig, Sieben. Ja, unser wunderbarer Nummer Sieben. Er holt dich ein. Er holt auf, Wilbur. Ja, komm, Sieben. Wir schaffen's. Lauf schneller, sie holen dich ein. Wilbur, lauf weiter. Beeil dich. Nummer 7, du hast es geschafft. Du hast es ganz allein geschafft. Also er ist doch ein echtes Rennpferd, was? Er ist der Beste. Also das ist der schnellste Maulesel in allen Bergen. Gas und Gatti. Wir sind hinten und machen sich zur Abreise fertig. Weißt du, mich stört daran nur eins. Das war die schwere Last, die ihr Maulesel schleppen muss. Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Mr. Adams. Wir haben einen neuen Partner für unseren Maulesel. Sie haben einen neuen Partner? Noch einen Esel. Das war nur Spaß, Schätzchen. Ich gebe zu, Adams, Sie haben mir wirklich eine Lektion erteilt, vor wegen eigener Regeln aufzustellen. Das, eins habe ich schon vor langer Zeit lernen müssen. Adams kann man nur schwer bei irgendetwas schlagen. Er hat so viele Vorteile auf seiner Seite, die kaum zu überbieten sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel seine vielen Freunde da draußen. Ja, das glaube ich. Jack, du musst froh sein, dass du das Rennen damit Sieben zurückgewonnen hast. Das kann man sagen. Was soll das bedeuten, kann man sagen? Was nagt an dir? Nichts, noch nichts. Du meinst diesen Geier? Also Adams, das ist überhaupt nicht zum Lachen. Der Kerl folgt mir schon die ganze Zeit überall hin. Aber, weißt du, ich nehme das irgendwie philosophisch. Ich weiß, ich werde älter. Und ich hatte ein sehr schönes Leben. Ich schätze, meine Zeit ist gekommen. Seine Zeit ist gekommen, Ben. Wirst du jetzt endlich damit aufhören? Was für eine Erklärung hast du sonst dafür, dass mir der Bursche überall hin folgt? Also, wenn du noch aufstehen kannst, würde ich gerne mit dir auf die andere Seite des Berges gehen und dir ein paar neue Freunde zeigen, die eingetroffen sind. Ich hoffe, ich halte noch durch, bis ich... Sieh mal da, Jack. Ich werd verrückt. Ich wusste nicht, dass alle diese Tiere hier drüben sind. Der da ist dir nur gefolgt, weil er einsam war. Jetzt hat er seine Freunde gefunden. Wollte es nicht gerade beruhigen zu wissen, dass man für einen Geier ein guter Freund ist? Was ist schon wichtiger? Und dieser Blödsinn, dass du glaubst, du wärst alt, das war alles nur ein Hirngespinst. Du bist nur so alt wie deine Lebensanschauung. Stimmt das nicht? Stimmt. Du kannst also den ganzen anderen Unsinn vergessen. Hör auf, darüber nachzugrübeln und denk lieber an was Positives. Das da zum Beispiel. Das ist wunderschön. Deep inside the forest is a door into another land. Here is our life and home. We are staying here forever in the beauty of this place all alone. Keep on hoping, maybe there's a world where we don't have to run, maybe there's a time we'll call our.